Bin gerade im schönen Kärnten beim Milstädter See und möchte das Thema der Heilung nochmals aufgreifen und das Thema der Schwingungserhöhung auf dieser Erde. Auch aus dem Grund, weil ich das letzte Mal schon etwas emotional geworden bin und es auch in dieser Hinsicht meines Erachtens etwas Klarheit bedarf. Und zwar, Herzensmenschen sind impulsiv, Kopfmenschen sind aggressiv. Und genauso wie in dieser Hinsicht, so sind auch in vielen anderen Themenbereichen die Dinge total verdreht worden. Wie zum Beispiel auch das Ego. Das Ego ist total was Tolles und vielleicht klingt das etwas suspekt, auch aus meinem Munde, aber wer das Ego aus dem Herzen heraus ansteuert, dann ist genau das Ego das, wofür es da ist. Und wie kann man das Herz beispielsweise oder das Ego aus dem Herzen ansteuern? Indem man ein klares Nein im Außen kommuniziert. Und zwar in seiner Reinform. Ohne Rechtfertigung oder sonst irgendwas. Ein klares Nein. Punkt. Und ein klares Nein mit Punkt ist ein deutliches Ja zu sich selber. Und so kann man aus dem Herzen heraus das Ego ansteuern. Und wer das Ego aber aus der Verstandesebene ansteuert und verwendet in Form von ich bin der Beste, ich bin der Tollste, ich bin überhaupt der Größte und der Schönste, so, der hat ein absolutes Ego-Problem und zwar im klassischen Sinne. Da gibt es noch sehr, sehr viele, viele weitere Ebenen, die absolut falsch dargestellt werden. Genauso wie auch zum Beispiel Tränen vergießen. Tränen als Zeichen der Stärke und nicht der Schwäche. Was aber eben wichtig war, in den letzten paar hundert Jahren ist so darzustellen, damit die Menschen ein wichtiges Werkzeug verlieren, um heilen zu können. Und was ist Heilung? Oder um Heilung möglich zu machen, ist es wichtig, ins Herz zu gelangen. Und wie kann ich ins Herz gelangen? Mit Fühlen und Spüren. Und wie ist es möglich, Fühlen und Spüren? Ja, in die Ruhe zu gehen. Und wie kann ich in die Ruhe gehen? In die Ruhe gehen ist mehr als wie Fernseher aus und Handy ab. In die Natur rausgehen, sich mit unserer Natur verbinden. Also wie als Teil der Natur, als Einheit sich verbinden. Die Natur, die Bäume, alles im Wald, um Unterstützung bitten. Und sie werden uns beistehen, wenn die Bitte aus dem Herzen heraus von uns formuliert wird. Oder vor allem die Atmung als sehr, sehr, ja, als die Essenz des Seins, wenn man so will. Die Atmung ist genauso wichtig, um in die Ruhe zu kommen. Und auch in dieser Hinsicht wird extrem viel Schindluder getrieben. Warum? Ja, Thema Atmung, da gibt es wieder 100.000 Menschen, die uns beibringen wollen, wie wir zu atmen haben. Ich meine, geht's noch blöder? Und die Menschen laufen solchen Menschen die Türen ein. Weil klar, mir ist bewusst, die meisten Menschen haben verlernt, Menschen zu sein. Und brauchen dadurch absolute oder mit Sicherheit Hilfe im Außen. Aber bitte atmen. Atmen, das ist ein Urinstinkt, der in unseren Zellen, in unserem Herz abgespeichert ist. Und bei diesen 100.000 vermeintlichen Experten im Bereich der Atmung sind ja die meisten wieder nur da, um uns quasi auf ihr Lernen zu bringen und um uns fehlzuleiten, so dass ich es auf den Punkt bringe. Wer in die Ruhe kommt, mit der Natur, mit sich selber, mit dem Frieden im Wald draußen, der atmet automatisch richtig. So, da gibt es dann keine spezielle Formel von 4 Sekunden einatmen, 2 Sekunden Pause, 4 Sekunden ausatmen, 2 Sekunden Pause und so weiter und so fort. Auch in dieser Hinsicht gibt es ja 100.000 verschiedene anscheinend Experten, wo jeder besser weiß wie der andere, wie Atmen überhaupt funktioniert. Nein, und auch das ist nur eine Verblendung. Aber wichtig in meinen Augen zu erkennen, um zu verstehen, dass es sich dabei um eine Verblendung überhaupt handelt. Und warum erwähne ich das Fühlen und Spüren als absolut wichtiger Bestandteil? Absolut wichtiger Bestandteil des Heilens, weil die meisten Menschen gegenwärtig nur so im Außen sich verrennen und immer nach der bekannten Nadel im Heuhaufen suchen und sich dabei erhoffen, irgendeinen Schritt vorwärts zu kommen. So spielt sich aber Heilung nicht ab.
Und vor allem nicht auf materieller Ebene. Viele Menschen reden von Elon Musk oder Bill Gates als die reichsten Menschen, haben sich aber noch nie mit der Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Verbindung gesetzt, geschweige denn mit den Besitzern der Zentralbanken. Und auch diese Menschen sind nur die Handlanger von den feinstofflichen Wesen. Und auch die feinstofflichen Wesen aus der vierten Dimension sind nur die Handlanger des absolut Bösen. Also man sollte schon mal beginnen, die Augen zu öffnen oder in sein Herz zu fühlen und draufzukommen, hey hoppla, egal wie weit ich mich im Kreis drehe, ich werde im materiellen Bereich auf weltlicher Ebene keinen wichtigen Part finden, der für die Heilung mitverantwortlich ist. Und genauso wie sich die Menschen in materieller Hinsicht auf weltlicher Ebene verrennen, so verrennen sie sich auch in spiritueller Hinsicht und laufen von jenem zu Heiler zu diesem Heiler. Und wenn uns irgendjemand mit Hilfe seiner Energie Heilung anbietet, so, dann ist das nichts Göttliches. Warum? Weil das Göttliche will, dass Heilung in uns selber geschieht, dass wir diese traumatischen Dinge heilen, um die abgekapselten Seelenanteile zurück zu integrieren und dadurch ganz zu werden. So, und wenn uns irgendjemand durch energetische Impulse von außen quasi diese Heilung abnehmen will, wo bleibt dann die Heilung? Wo bleibt dann die Heilung dieser traumatischen Erlebnisse und wo bleibt dann das Integrieren der abgekapselten seelischen Anteile? So, der bleibt auf der Strecke und die weiß, dass sie mir mit diesen Aussagen wie sagt man denn, auf Eis bewege, auf sehr dünnem Eis bewege. Den bin ich mir vollends bewusst, aber ich bin auch dafür da unter anderem, um endlich mal für Klarheit zu sorgen und aufzudecken, wo oder in welchen Engelskleidern sich überall etwas Dunkles dahinter verbirgt. Und leider Gottes wird die Liebe in vielen sehr weit entwickelten Menschen ausgenützt, um sie wieder fremd zu leiten. Eben aufgrund ihres Egos in Form von ich bin der Beste, der Tollste oder sonst irgendwas. Und ich weiß, viele Menschen werden jetzt im Zusammenhang damit sich sicher Fragen stellen, was er damit meint. Ja, damit meine ich eine ganze Menge. Und ich werde in absehbarer Zeit das Thema wieder mal aufgreifen. Nur tiefer reingehen, um den Menschen die Augen zu öffnen. Und das Allerwichtigste ist, in meinen Augen zu erkennen, egal was da jetzt passiert, die Heilung im Außen lässt sich nicht aufhalten. Ob im Bereich der Tierwelt, ob im Bereich der Pflanzenwelt, ob im Bereich der Natur, wie auch immer, da werden Dinge geschehen. Es wird wirklich unfassbar werden. Und wenn sich dann Menschen gegenwärtig ab und zu mal fragen, nur als Beispiel, warum gegenwärtig, weil sie immer anscheinend den Beweis im Außen benötigen, dass Dinge so sind, wie sie eben sind, warum im Bereich oder in ihrem Freundeskreis und so weiter viele Menschen noch nicht verstorben sind aufgrund der tollen medizinischen Behandlung, dann liegt es daran, dann liegt es an der Schwingung. An welcher Schwingung? Ja, an der Schwingung, die aus den Bergen herauskommt, an der Bergkristallschwingung, eine sehr heilvolle Schwingung, die das Ganze etwas unterstützt, abmildert und so weiter und so fort und dazu führt, dass eben im Bereich der Alpen eine sehr hohe Schutzschwingung vorherrscht und das dazu führt, dass Menschen eben nicht so schnell ihren menschlichen Körper verlassen aufgrund irgendwelcher medizinischen Behandlungen. Wobei das nur im Bereich der Berge zutrifft. Wer die Augen aufmacht, wird mitbekommen, dass sehr viele Wesen gegenwärtig ihren Erfahrungskörper auf dieser Erde bereits verlassen. Warum? Ja, weil sie sich zu einer Entscheidung pro materielle Welt, pro Verstand entschieden haben und nicht für das Herz. Auch das, denke ich mal, ist ganz wichtig zu kommunizieren, damit die Menschen verstehen, warum, weshalb und wieso. So, mal hinter mir noch einen kurzen Eindruck vom Millstätter See und da möchte ich es heute mal bei den knapp 10 Minuten belassen. Und ja, zum Nachdenken anregen und die Menschen hoffentlich etwas einmal aufzurütteln. Auch dahingehend, dass die Heilung nur jeder für sich in sich durchführen kann. Klar, es ist schön, wenn uns Menschen ab und zu dabei helfen mit Hilfestellungen, um uns die Augen ja schon etwas zu öffnen, warum und weshalb oder was auch hinter gewissen Heilungsblockaden steckt, aber nicht mehr und fertig. Es kann uns niemand
diesen Weg abnehmen. Es kann uns jemand unterstützen, es kann uns jemand beistehen, vor allem in Momenten, die dann ein intensives Gefühl auslösen. Und das möchte ich, das intensive Gefühl, jetzt am Ende mal stehen lassen, weil dieses Wort des intensiven Fühlens bedarf nochmal extra ein paar Minuten und das werde ich dann im nächsten Video aufgreifen. In diesem Sinne wünsche ich aus tiefstem Herzen jedem die Kraft, die er benötigt, um endlich den Weg in das Herz zu finden. Alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Danke.